Hallo, ich bin Doris von Mare Stick Designs und ich sticke mit heute diese ITH-Stickdatei Grinsi. Und zwar ist diese Idee entstanden, unser Ben hatte schon mal ein ähnliches Spielzeug wie dieses und naja, wie das dann so ist, es geht schnell kaputt. Sie spielen damit, sie reißen da dran, sie knüdeln natürlich dann auch irgendwann diese Bänder ab. Und so habe ich mir gedacht, Mensch, tun wir uns doch einen Gefallen, können wir das doch selber machen und vielleicht den einen oder anderen Grinsi auch verschenken, vielleicht auch in Tierheime oder wie auch immer. So, also, wir wollen heute sticken und zwar gibt es verschiedene Variationen. Ich habe hier einmal den 20x20 Kopf gestickt und genau, den werden wir heute sticken. Es gibt den auch noch in kleiner, in 10x10. Da könnt ihr euch die Fotos im Anschluss nachher anschauen, wie meine Probestickerin den toll gestickt haben und was man noch alles mit diesem Grinsi machen kann. Ja, ich habe hier eine Quietsche eingebaut, hier ein bisschen Knisterfolie rein, eine Rassel im Kopf und nochmal Knisterfolie hier in dem Körper drinne. Hier habe ich die Variante mit den Knotenarmen gestickt und wie ihr seht, man kann dran ziehen, das ist ein Gummiarm eingearbeitet, das zeige ich euch gleich alles Schritt für Schritt. Und ich habe einen Beißring dran gemacht. Auch diesen Beißring werde ich verlinken, der hat einen Durchmesser von 10 cm. So, das sind die großen Ohren und hier habe ich schon mal einen vorbereitet. Da sind die kleinen Ohren dran aus dem 10x10 Stickrahmen. Die sind 13x18 und die 10x10. So, zwei Varianten. Hier habe ich einmal mit Jerseystoff und mit ganz kurzen Zottelplüsch gearbeitet. Hier auch aus Jersey und hier mit Plüsch. Und hier habe ich einmal die Variante ohne Knotenarme. Das sind die ganz normalen Arme. Diese Arme findet ihr im 10x10 Rahmen. Und genau, so sehen sie unterschiedlich aus. Wir fangen an. Wir sticken heute diesen Grinsi, den werde ich mit euch zusammen erarbeiten im ITH-Stickrahmen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und ja, nach einem kurzen Intro geht es weiter. So, ich habe mir die 13x18 Stickdatei jetzt aufgerufen für die Knotenarme und die Ohren findet ihr in einer weiteren Datei, auch in 13x18. Wenn ihr die kleiner sticken möchtet, auch für den 20x20 Kopf, dann könnt ihr auch die Ohren- und Arme-Datei laden. So, ich beginne jetzt und sticke erst einmal auf das Klebevlies die erste Sequenz und zwar wird jetzt vorgestickt, wo wir nachher den Stoff platzieren müssen. So, jetzt lege ich ein Stoffstück auf den Rahmen auf, mache mir das Nähfüßchen ein bisschen höher, mit der schönen Seite nach oben lege ich das jetzt auf. Ich hoffe, das passt alles so. Ja, das sieht gut aus. Drück das so ein bisschen dran und nähe es fest. Ich benutze immer gerne ganz viele Stoffreste, die ich noch so in der Kiste habe. Und so hat man dann die auch noch mal ein bisschen verbraucht. Ne? Das ist ja das Schöne beim Applizieren. Jetzt macht der Ben hier Theater hier gerade mit seinem Quietschi. Genau, das kann man immer schön verwenden zum Applizieren. Und weiter geht's jetzt zum Feststicken.
So, das war die letzte Sequenz. Jetzt wird alles schön ausgeschnitten. Ich mache immer so ganz knapp hier am Rand einmal so 0,5 schneide ich das aus. Und hier vorne wird auch ein kleines bisschen stehen gelassen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe meine 13x18 Datei wieder neu aufgerufen. Ich habe meinen Rahmen wieder neu eingespannt und sticke jetzt die Ohren. Wieder wird erst die erste Sequenz auf die Klebefolie gestickt, damit wir gleich wissen, wo wir den Stoff auflegen müssen. Wenn ihr einzelne kleine Stoffstückchen habt, ist es immer ganz praktisch. Ich lege immer gerne ein großes Stoffstück drüber, je nachdem, was man an Stoffresten noch über hat. Jetzt lege ich wieder ein Stoffstück mit der schönen Seite nach oben auf das Klebevlies. So, jetzt mache ich wieder den Nähfuß hoch und lege mir wieder ein Stoffstück oder zwei, je nachdem, wie groß meine Reste sind, auf den unteren Stoff. Das wird jetzt wieder die Unterseite. Das ist genauso wie bei den Armen. Mal gucken, ob das passt. Das kommt wieder rechts auf rechts. Genau, guckt immer, dass nichts einklappt hier unten, dass ihr das aus Versehen mit feststeckt. So, und dann wird das wieder festgenäht. Und das war's wieder mit den Sequenzen. Jetzt wird alles wieder schön ausgeschnitten. Moment, ich habe hier mal meine Zickzackschere, die benutze ich ganz gerne. Damit könnt ihr wunderbar auch hier an den Ecken lang, dann legt sich das beim Umdrehen gleich richtig schön schon in Form. Und ja, wir sehen uns gleich wieder zum Umdrehen der Ohren und Arme. So, zum Umdrehen der Ohren und Arme habe ich mir hier so ein Stäbchen geholt. Jetzt fange ich an. Ich habe hier mit der Zickzackschere schön knappkantig abgeschnitten und ich drehe jetzt einfach die Ohren und Arme einmal um und mit dem Stäbchen, fliegt mir das gleich aus der Hand hier, mit dem Stäbchen gehe ich einmal rein und gehe schön die Nähte einmal lang. Ihr könnt auch was anderes nehmen, passt nur auf, wenn ihr eine Schere nehmt, dass ihr euch die Naht nicht kaputt macht. So, und so haben wir richtig schöne geformte Ohren und Arme. Und dann geht es jetzt auch gleich schon weiter mit dem Körper. Dazu brauche ich ich habe für die Elna-Maschine den 20x28 Rahmen. Das ist die 16x26 Datei, die ich jetzt gleich sticke. Und die Arme und Ohren lege ich erstmal beiseite. Für den Körper habe ich mir jetzt die Datei 16x26 in die Maschine geladen, habe meinen Stickrahmen wieder mit Klebevlies eingespannt und sticke wieder die erste Sequenz auf die Klebefolie. Jetzt lege ich wieder ein Stück Stoff oben drauf mit der schönen Seite nach oben. In der nächsten Sequenz werden die Linien zum Anliegen der Arme genäht. Einmal vorgenäht, damit man weiß, wo man es hinlegen soll, hin platzieren soll. Und dann kann man das, kann man den Arm drauflegen und dann geht es gleich weiter. Genau.
dann nehme ich mir auch schon den ersten Arm und lege ihn mir so hin, je nachdem, welche Seite ich oben haben möchte. Jetzt fussel es noch ein bisschen. So, Stickfuß hoch. Und dann kann ich mir den so platzieren, dass ich genau hier an der Linie und ein bisschen überstehend den Arm dranlege. So. Vorsicht mit den Fingern. Ich bin schon geübt an der Stickmaschine. Wenn ihr Anfänger seid, nehmt ihr euch bitte so ein Stäbchen oder die Rückseite von eurer Pinzette, was ihr auch gerade da habt, damit ihr euch nicht über die Finger näht. Genau. Und auf der anderen Seite machen wir das ganz genauso. Es wird wieder vorgestickt, dann lege ich den Arm dran und dann wird festgestickt. Jetzt wird die Linie fürs Gummi vorgestickt und die mache ich euch mal in Farbe. Bei dem Gummi könnt ihr die Breite frei wählen, je breiter ihr das Gummi habt. Ich habe hier zum Beispiel ein Gummi von 3 cm. Das könnt ihr natürlich selber auswählen. Ich rate euch nur, nehmt das Gummi nicht zu dünn. Denn wenn ihr mit eurem Tier oder so das Tier selber damit spielt, dann kann das schnell passieren, dass, jetzt habe ich mich hier vertan, Mann, das klappt ja super heute hier, dann kann das natürlich passieren, dass das Gummi schneller reißt, je dünner das ist, ne? Ganz klar. Also mit 3 cm habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Unser Ben hat ja schon einen, weil wir ja so viele Probeläufe hier hatten schon, dass das schon mal 2, 3 Grinsis für ihn abgesprungen sind, ganz klar. Der bekommt das dann ja immer gleich. So, die erste Linie wird vorgestickt. Jetzt macht ihr Folgendes. Ihr nehmt jetzt den Stickrahmen aus der Maschine, dreht es um, weil das Gummi soll ja nachher in der Mitte sein von dem Ganzen. Und drehen. So. Ich nehme immer die ganze Rolle, dann habe ich nicht zu viel Verschnitt, außer ich habe jetzt noch ein Stück Restgummi, habe ich jetzt aber nicht mehr. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich das Gummi so an der Linie anlege. Ich habe mir hier schon mal mein Tape zurecht. So, es wird nämlich gleich gesichert. Und dann mache ich ungefähr so 3/4 von dem Körper und schneide mir hier das Gummi ab. So. Na, also ihr seht, das hier ist schon recht kräftig. Je dünner man ein Gummi nimmt, umso lascher ist das Gummi und dann hält das alles auch nicht richtig. Also diese 3 cm, das ist schon optimal. Aber wie gesagt, ihr könnt da nehmen, was ihr gerade da in eurem Vorrat habt. So. Ich fixiere mir das. Oh, das ist noch ein bisschen lang. Das kann ich noch mal ein bisschen kürzen. Weil es muss ja auch noch gedehnt werden, ne? So, genau. So, 3/4 ist immer ganz gut, ne? Dann dehnt sich das nicht zu doll, weil der Stoff zieht sich ja nachher nach oben, wenn ihr das Gummi dehnt. Das seht ihr aber nachher, das zeige ich euch nochmal ganz genau. Und hier fixiere ich mir das auch auf jeden Fall nochmal, damit beim Nähen nichts verrutscht. Na. So. Alles gut sichern. Dann drehe ich den Stickrahmen wieder um. So, halte mit den Fingern so ein bisschen das Gummi gegen, damit nichts verrutscht oder der Kleber abgeht. Das werde ich mir mal hier ein bisschen einkürzen gleich vielleicht.
So, alles wieder in die Maschine. Kontrolliere nochmal von unten, das sieht gut aus. Hier fühle ich auch das Gummi. Das kann man so immer noch mal ein bisschen testen, ob das gut liegt. Und dann nähe ich das Gummi hier oben fest. Mit dieser Sequenz wird jetzt das Gummi festgenäht. Ich fühle das hier, ich sehe auch das Gummi hier, das sitzt gut. Wenn ihr unsicher seid, könnt ihr lieber noch mal den Rahmen rausnehmen und gucken, ob das schön festgestickt wurde. Einfach um noch mal auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt muss ich mir hier alles sichern. Ich lege jetzt die Arme hier rein. Ich mag immer diese langen Fäden nicht hier. Ne? Ich bin da immer so ein bisschen monkey. Ich habe da immer so meinen Monk. Das muss weg. So. Das fixiere ich mir hier auch noch mal mit Kleber. Ich nähe immer ganz langsam, wenn ich Dinge zusammennähe. Das sieht gut aus. Die letzten zwei Sequenzen werden jetzt gestickt. Das ist einmal hier lang und einmal hier lang. Oben und unten bleibt offen und ich zeige euch auch gleich warum. Ich habe extra hier einen Stopp eingebaut, damit ihr immer noch mal den Stoff kontrollieren könnt. Wenn was verrutscht ist, kann man so immer noch mal wieder ein bisschen korrigieren. So, das war die letzte Sequenz. Das ist in eurem Display nur ein kleiner Punkt. Das geht nur darum, dass jetzt die Maschine nicht wieder zur Mitte fährt, wo wir hier ja schon unser Nähgut drin haben. Denn sonst habt ihr nachher Maschinenprobleme oder Nadelbruch und so weiter. Ihr macht jetzt einfach das Nähfüßchen hoch. Diese Sequenz wird nicht gestickt. Das steht auch nochmal extra so in der Anleitung, im Dateiordner mit drin ist. Und ihr nehmt das Ganze jetzt aus dem Rahmen. So. Und jetzt schneidet ihr hier wieder knackkantig ab und, kann man das so sehen? Genau, da schneidet ihr jeweils wieder knackkantig ab und hier oben lasst ihr so ein ganz kleines bisschen stehen, weil das wird nachher nach innen geklappt. Ich schneide das jetzt knackkantig ab, zeige euch das gleich nochmal und dann geht es weiter mit dem Kopf. Ich habe jetzt den 20x20 Stickrahmen eingespannt, habe mir den Kopf in 20x20 in die Maschine geladen und sticke wieder die erste Sequenz auf das Klebevlies. Weiter. So, das war die erste Sequenz. Ich lege wieder ein Stück Stoff auf. So, wieder mit der schönen Seite nach oben. Und jetzt wird das Stück wieder festgestickt. Und dann geht es weiter auch schon mit der Nase. So, jetzt legen wir wieder ein Stückchen Stoff unter. Die Nase wird wieder appliziert. Da nehme ich mir einfach mal so ein kleines Reststück, was ich hier habe. Und ich glaube, das dürfte ganz gut passen. Ja. Das passt. Ihr könnt auch Fell nehmen, ne? Das geht ja auch, na klar. So.
nehme ich mir meine Applikationsschere. Und ihr seht, die hat hier so einen ausgebuchteten Bauch. Damit kann ich wunderbar ganz knappkantig hier abschneiden. Gerade auch wenn ihr mit Fell arbeitet, ist das sehr gut mit dieser Schere, weil ihr kommt wirklich ganz nah an den Rand, passt aber auf, dass ihr euch die Naht nicht kaputt schneidet, denn da kommt ja gleich noch der Zickzackstich drauf. Und genau dazu ist das wichtig, dass das ganz knappkantig ist. Ihr seht, ich habe hier ein Stückchen stehen lassen. Wir machen gleich ja die Knisterfolie noch hier unter, bevor wir anfangen zu nähen. Da mache ich nochmal lieber den Fuß hoch. So, diese Folie wird hier eingearbeitet. Die schiebe ich gleich hier so ein bisschen drunter. Natürlich nicht die ganze. Mal gucken, wie viel da so passt. Ich möchte auch nicht, dass das so großartig ausbeult, weil meine Maschine lässt eben nicht zu, dass man bei ITHs den Stickfuß erhöhen kann. Die Brother-Maschinen und so weiter, die können das alle. Diese hier kann das nicht. Deswegen bin ich hier sehr vorsichtig mit dem, was ich fülle. Genau, das wird jetzt hier unten reingefüllt und ja, das machen wir am besten als erstes. Ich habe keine genommen, die irgendwo abgeschnitten wurde oder sonstiges. So, die stecke ich jetzt hier rein. Mal gucken, ob das hier mit klappt. Mit dem Stäbchen ging das, glaube ich, ein bisschen besser. Deswegen machen wir das hier ganz vorsichtig. Genau. So. Wenn ihr jetzt für eure Nase Plüschstoff verwendet habt, dann ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr auf die Nase nochmal Avalonfolie legt. Ja? Das hängt damit zusammen, dass wenn ihr jetzt den Zickzackstich gleich näht, dass sich da keine Schlaufen hier in das Stickfüßchen rein, in dieses Loch reinfrummeln. Denn dann würde euch der Faden reißen und ja, ne? Genau. So, das gefällt mir noch nicht so ganz. Jetzt ist es besser. So, und jetzt ist ganz wichtig, deswegen haben wir dieses Teil hier stehen lassen. Das klappe ich jetzt einmal um. Und so kriegt ihr eine richtig schöne, saubere Kante. Das kommt da noch mit rein. Ihr könntet auch, wenn ihr jetzt keine Knisterfolie möchtet, einfach auch hier so ein Quietschi da reinmachen. Ich quietsche jetzt nicht, weil der Ben liegt hier und schläft. Und sobald ich quietsche, denkt er, er kriegt wieder hier so ein Grinsi. So, das sieht jetzt sehr sauber aus. Ihr habt ja hier unten noch die vorgestickte Linie. Da müsst ihr natürlich darauf achten, dass das da in dem Bereich auch abgedeckt ist mit dem umgeschlagenen, ne? So, das sieht doch gut aus. Ja, das ist so ein bisschen tricky, da muss man so ein bisschen Geduld haben. So, und dann nähen wir, ich habe jetzt hier einen Kontrastgarn genommen in Weiß, einmal den Satengstich. Der wird einmal rundherum genäht. So, jetzt habt ihr wieder gesehen, es ist wieder ein Punkt bei euch im Display zu sehen. Den stickt ihr nicht. Wir gehen direkt weiter zur nächsten Sequenz. Und ich mache mir meinen Rahmen dafür ganz kurz raus, weil ich möchte nicht, dass das jetzt hier über die knubbelige Nase fährt. Deswegen einmal so. Jetzt kommt nämlich der Mund. Wenn ihr höhenverstellbare Nadeln habt, braucht ihr das natürlich nicht machen. Dann geht ihr einfach eine Sequenz weiter. Und hier ist es jetzt so, ich mache hier wieder ein Kontrastgarn rein, dass wir wieder auf der Folie vorsticken. Und ich arbeite jetzt absolut mit Kontrastgarn. Das mache ich jetzt bei dem Vorsticken vom Mund und bei den Zähnen so. Wenn ihr könnt auch, was auch immer vielleicht ein bisschen schöner aussieht, wenn ihr jetzt so einen weißen Mund habt, dann nehmt ihr einfach auch gar keinen Kontrastgarn, sondern einfach so ein Wollweiß als Faden. Das sieht dann auch immer ganz schön aus. Genau. Und die Folie, die kann man nachher eben halt auswaschen. Ne? Genau. Was ich vielleicht auch gar nicht so schlecht finde, ist, wenn man vielleicht am Anfang, wenn man den Kopf stickt, auch die Folie schon mit einarbeitet. Das macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, ich
Jetzt wird wieder hier rundherum knappkantig abgeschnitten. Ich habe jetzt hier alles knappkantig abgeschnitten angezeigt. Dafür lege ich mir wieder ein Stück Avalon drauf, denn ich habe hier ein bisschen plüschig. Jetzt wieder nicht der Nähfuß hier in die Mitte fährt, weil, wie gesagt, wenn man den nicht hochstellen kann, dann ist das schon sehr übel, wenn er da drinnen verharbt und so weiter. Ne? Genau, das ist eigentlich der Sinn und Zweck. Ihr überspringt einfach diese Datei. Wir sind jetzt bei Sequenz 14 und die zeichnet oder stickt einmal vor, wo ihr die Ohren ranlegen müsst. So. So, auch hier wieder, der Punkt wird nicht mitgestickt. Ich klappe jetzt das Ohr nach hinten. So, und in das Ohr, was ich jetzt nähe, da werde ich mir eine kleine Quietschi einbauen. Und zwar stecke ich die einfach hier so rein und nähe die hiermit fest. Jetzt nehmt ihr euch das zuvor gestickte Körperteil. Jetzt nehme ich euch mal so mit rum, denn von der Seitenperspektive ist das sehr schwer zu sehen. Also, ich habe jetzt hier meine Markierungslinien und da dran lege ich jetzt den Körper so an, dass das Gummi unten liegt und ja, lege das wieder so ein ganz bisschen über die vorgestickte Linie hier so und werde das dann halt hier jetzt so befestigen. Ihr seht, wenn ich das mal runterhalte, da sind die Arme und so weiter und genau, das wird dann hier mit reingestickt. Der Rest des Körpers liegt auf dem Kopf, also nicht hier unten, nicht hier, sondern auf dem Kopf und ja, das wird jetzt hier festgestickt und ich gebe euch jetzt wieder in die... Ich kann nicht gleichzeitig Kamera halten und auch sticken, dann würde hier einiges, glaube ich, verrutschen und das wollen wir ja alle nicht. So, okay. Bevor ich das jetzt feststicke, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, den Quietschi einzubauen oder Folie, was man halt so möchte. Ich nehme mir halt nochmal hier die restliche Folie, die gebe ich da nochmal mit rein. Und die kann man nachher, wenn man das festgenäht hat, auch noch mal so ein bisschen hin und her schieben, so dass sie dann richtig gut sitzt. Na, ich packe die jetzt einfach hier oben mit rein und sticke jetzt den Körper an dem Kopf fest. So, wieder der Leerstich und jetzt nehme ich erstmal den Rahmen aus der Maschine und klebe mir hier die ganzen Sachen, die hier so überstehen, einmal in die Mitte, um dann hinterher den Kopf fertig zu machen. Ja, an dieser Stelle könnt ihr auch hier nochmal ein Label anbringen.
Genau, das würde ich aber so ein bisschen so setzen und vor allen Dingen mit der Schrift nach innen, damit ihr nachher nicht bei der Wendeöffnung dieses Teil habt. Und mein Ben zum Beispiel, der liebt so diese kleinen Fähnchen und alles, was da so dran ist. Der kaut da immer so drauf rum, der findet das total klasse. So. Und dann wird das hier nochmal befestigt. Ich habe jetzt hier das zweite Kopfteil rechts auf das ganze zusammengeklebte Material gelegt. Und jetzt wird hier einmal drumherum gestickt. Und hier bleibt eine kleine Öffnung, wo man nachher auch die Watte noch reinfüllen kann. Wir brauchen ja für den Kopf noch die Wattefüllung. Die habe ich im Übrigen auf der Materialliste hier im Video ganz vergessen, aber in eurer Datei ist sie auf jeden Fall mit aufgeführt. Ich benutze dazu die Ökotex-Watte, aber dazu sage ich gleich noch was. So, letzte Sequenz. Jetzt wird zugestickt. Dafür mache ich mir wieder, wenn ihr könnt, den Nähfuß wieder höher stellen. Ich kann es hier ja nicht. Deswegen gehe ich jetzt hier auf die Einstellung wieder und mache auch meine Maschine wieder ganz langsam. Denn wenn mal was verrutscht, dann kann man schnell stoppen und dann ist alles gut. So, los geht's. So, hier haben wir wieder die letzte Sequenz, die nicht gestickt wird. Jetzt nehmen wir alles aus der Maschine. Jetzt kommen wir zum finale Wenden. Und zwar nehme ich jetzt mir hier meine Wendeöffnung und ziehe ganz vorsichtig alles da durch. Jetzt haben wir schon mal unseren Grinsi gut ausgeformt. Jetzt gehe ich noch mal mit dem Stäbchen bei und gehe hier rundherum überall noch mal und arbeite das noch mal schön aus, bevor wir die Füllwatte da reinmachen. Und ja, dann gehen wir zum nächsten Schritt und dazu gehen wir gleich an die Nähmaschine. Ich mache jetzt, bevor die Füllwatte hier reinkommt und ich nachher so einen Haufen Kopf an der Maschine habe, erst einmal gleich hier unten noch das Band mit dem Tau ran. Und zwar habe ich mir diesen hier zurechtgelegt. Ich habe auch noch die Möglichkeit, es gibt ja auch manchmal so Bälle, die sie im Körbchen haben. Da habe ich einfach hier vorne und hinten sowas eben halt, geht auch, ne? Also das kann man sich aussuchen. Ich habe die tatsächlich von Trixi und die verlinke ich euch auch einfach nochmal, ne? Genau. Ja, so ihr Lieben, ich begebe mich jetzt an die Nähmaschine und dann sehen wir uns zum Füllen des Kopfes nochmal wieder. So, wir sind jetzt an der Nähmaschine und ich habe mir jetzt hier die Bänder schon mal hier reingesteckt. Das ist die untere Seite von dem Grinsi und habe mir hier alles mit Nadeln schon mal fixiert und nähe jetzt hier an dieser Kante einmal knappkantig ab. Dazu habe ich mir einen Kantennähfuß eingesetzt und habe meine Nadel ganz nach rechts geschoben, eingestellt und jetzt nähe ich einfach hier einmal rüber. Damit schließe ich die Naht und ich nehme einen etwas größeren Stich. Weil ich hier die Bänder zwischen habe, ist das besser, wenn man nicht ganz so einen kleinen Stich nimmt. So kann man das
besser fixieren. So, somit ist dieses Teil jetzt auch festgenäht. So, könnt ihr das besser sehen? Na, ich habe hier schon mal einen Knoten reingemacht. Hier ist es schön festgenäht. Und ja, jetzt müssen wir noch den Kopf befüllen. Das machen wir hier in diese Wendeöffnung. Da fülle ich jetzt Füllwatte rein. Und dann haben wir unseren Grinsi auch fertig. So, der Grinsi ist jetzt fertig gestopft mit Watte und jetzt nehme ich das, was hier so über, was wir überstehen lassen haben, hier rein. Und jetzt könnt ihr entweder mit einem Leiterstich mit Nadel und Faden hier eine unauffällige Naht nähen oder mit der Nähmaschine einmal kurz hier drüber gehen, so wie eben auch sehr knappkantig. Ich entscheide mich für Nadel und Faden. Ich finde das immer ein bisschen schöner. Und dann mache ich hier einen unsichtbaren Stich.